Hey ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute ausnahmsweise ohne Kamera. Ich möchte euch heute gerne das neue Accessoire-Pack Kristallkreationen vorstellen, das ihr für 9,99 € im Store runterladen könnt. Wir gucken uns heute alles im Detail an und schauen, ob sich das Pack lohnt. Ich habe mir zwei Sims aus der Galerie runtergeladen. Hier haben wir die liebe Diamond. Und das hier ist der liebe Romeo. Lasst uns doch mal gucken, was es so für neue Frisuren, Klamotten und so weiter gibt. Also bei den weiblichen Frisuren haben wir hier 5 neue dazu bekommen. Einmal so eine Kurzhaarfrisur. Dann haben wir dieselbe Frisur, nur mit unterschiedlichen Strähnen vorne und an den Seiten. Und wenn man hier die Haarfarbe ändert, dann finde ich das ganz cool. Dann ändert sich automatisch auch die Augenbrauenfarbe mit. Das ist eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch diese Frisur. Wow, die ist eigentlich auch richtig cool. Oh, vor allem hier in der Farbe. Und hier hinten hat sie eine kleine Kristallblume, hätte ich jetzt mal gesagt. Dann haben wir hier diese Frisur, die sie vorher auch schon hatte, wie mir gerade auffällt, nur eben in blond. Und zu guter Letzt haben wir hier so einen hochgesteckten Dutt mit, ich nenne es jetzt einfach Accessoires drin. Was haben wir denn als nächstes? Schauen wir mal, ob wir irgendwas bei den Hüten finden. Nein, also Hüte gibt es auf jeden Fall nicht. Wie sieht es denn mit Accessoires aus? Da müsste es doch eigentlich einiges geben. Okay, also wir haben einmal diese Ohrringe, beziehungsweise dieses Dreier-Set an Ohrlöcher, Ohrringen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Die gibt es natürlich auch wieder in den diversesten Farben. Ich finde, dass die richtig cute aussehen. Das ist mal was anderes. Und der kleine Kristall hier unten, der ist eigentlich auch recht süß. Könnte man zum Beispiel auch hernehmen für eine Braut, finde ich. Und wir haben diese schöne Halskette. Die kommt wahrscheinlich in denselben Farben. Ja, genau, schaut. An Make-up haben wir nichts dazu bekommen. Das heißt, mit den Haaren und den Accessoires sind wir soweit erstmal durch. Schauen wir mal, was sich bei den Klamotten so finden lässt. Wir haben dieses wunderschöne Oberteil hochgeschlossen, aber eigentlich ganz hübsch. Gibt es auch natürlich wieder in unterschiedlichen Farben und Mustern. Das hier finde ich eigentlich ganz schön, so in Weiß. Ja, gefällt mir eigentlich gut. Dann bei Kleidern haben wir dieses Kleid mit einem schönen langärmeligen Oberteil drunter und einem, nennt sich's Turtleneck, bitte verurteilt mich nicht, ich glaube es nennt sich Turtleneck, haben wir auch wieder in den unterschiedlichsten Farbvariationen. Dann geht es weiter mit diesem Kleid hier, das ist auch wieder in den verschiedensten Farben gibt. Oh, das Schwarze hier ist ja hübsch. Also das gefällt mir richtig gut. Und wir haben dieses Oberteil, das mag ich auch sehr gerne. Aber ich mag Schwarz eigentlich generell gerne. Und diese Kombi haben wir noch. Hier mit dem kleinen Mond, was sich hier über den Gürtel dann langzieht. Wäre jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich glaube, zu Kristallkreationen passt es vom Stil auf jeden Fall dazu. Was finden wir denn bei der Beinbekleidung? Einen Rock. Schlichter schwarzer Rock. Ist eigentlich auch nie verkehrt mit den Knöpfen, fällt auch echt schön. Nö, gefällt mir richtig gut, passt auf jeden Fall. Bei den Accessoires haben wir hier einen Ring, den man jetzt nicht genau sehen kann. Wir haben dann für die andere Seite auch noch einen hübschen Kristallring. Der sieht eigentlich auch cool aus, wenn ich das von hier so beurteilen kann. Und wir haben Strümpfe. Ein paar neue Strümpfe bitte. Gut, die wären jetzt auch nicht so mein Geschmack, aber wem es gefällt, der hat auf jeden Fall ein schickes neues Accessoire-Teil. Gehen wir weiter zu den Schuhen. Und zwei neue Paar Schuhe erwarten uns. Einmal diese hier, die sind ja richtig geil. Wisst ihr, an was mich die erinnern? Oh wow, schaut mal diese geilen Schuhe an. Die erinnern mich an Cinderella. Sieht aus wie so ein Glasschuh. Ich meine, klar, Crystals sind ja normalerweise irgendwie auch so glasmäßig, aber nee, die finde ich richtig cool. Und wir haben noch hier solche Boots, die finde ich jetzt okay. Ich glaube, ich würde sie jetzt meinem Sim nicht anziehen, vielleicht zur Winterkleidung. Aber ja, auf jeden Fall gibt es die auch noch dazu. Dann ziehen wir ihr noch schnell etwas an. Wir machen sie jetzt einfach mal ganz blau und gehen weiter zu Romeo.
Drei neue Männerfrisuren erwarten uns also. Einmal die hier, die ihm irgendwie auch ganz gut steht. Auch wieder in den verschiedensten Farben. Na gut, ich glaube, das sind tatsächlich auch dieselben Frisuren, die es bei den Frauen auch gibt. Ja, genau, natürlich haben Männer wieder dieselben Frisuren wie die Damen. Wie soll es auch anders sein bei EA? Hüte gibt es auch nicht. Accessoires sind dann auch wieder dieselben wie bei den Damen. Und auch hier gibt es natürlich kein neues Make-up. Schauen wir weiter zu den Klamotten. Hier haben wir einmal so eine, ich würde es jetzt Strickjacke nennen, für Herren. Gibt es in Blau, in Rot, in Dunkelblau und so weiter. Dann haben wir diesen Hoodie hier. Wisst ihr, an was mich diese Dinger hier am Ellenbogen erinnern? An meine Kindheit. Da hatten das voll viele immer so. Dann haben wir hier noch so ein lässiges Hemd. Das finde ich eigentlich richtig cool. Zumindest natürlich in Schwarz. Wobei die Farbe auch nicht so schlecht ist. Und Weiß geht eigentlich auch klar. Und wir haben hier noch ein kurzärmliches oder hochgekrempeltes Hemd mit einer Weste drüber. Was gibt es bei den Kombis? Tatsächlich anscheinend nichts. Und bei den Hosen haben wir einmal diese Hose, die ich auch eigentlich ziemlich cool finde. Sie ist nicht so schlapprig wie die anderen, aber trotzdem auch nicht zu eng. Nee, die finde ich auch richtig lässig. Und bei den Schuhen gibt es einmal diese Boots, die mich ein bisschen an so Cowboy-Stiefel erinnern. Aber schlecht finde ich sie jetzt tatsächlich auch nicht. Alles klar, dann haben wir uns jetzt die beiden angeschaut und was es alles für neue Haare, Accessoires und Klamotten gibt. Und dann starten wir jetzt ins Spiel. Und es regnet, das ist eine super Voraussetzung, um auf Streife zu gehen. Aber bevor wir das machen, gucken wir mal in den Baumodus, was es da Neues gibt. Also ein paar Einrichtungsgegenstände haben wir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass unser Geld dafür ausreicht. Wir haben einmal diesen Hocker und wir können uns mal anschauen, was es alles für Farbvarianten gibt. Ah ja, okay, also so quasi die üblichen gediegenen Farben, bis auf dieses Rot hier vielleicht. Wir haben in dem Pack auch eine neue Lampe dazu bekommen. Neues Sofa haben wir auch. Ist auch mal eine andere Art von Sofa, gefällt mir aber eigentlich richtig gut. Sieht gemütlich aus, nicht so starr wie zum Beispiel so eins hier. Dann gibt es einen unfassbar praktischen Werkeltisch. Dann haben wir einen Kaffeetisch. Den können wir dann auch mal hier ersetzen mit diesem Tischchen. Einen wunderschönen neuen Schreibtisch. Und den Schreibtisch stellen wir hier hin. Was ist das? Regal von Blickblock. Ich schätze, da kann man vielleicht dann seine Kreationen reintun. Hängen wir uns doch da mal zwei auf. Und hier das Ende der Zierspitze. Oh, das ist eigentlich auch ein cooles Wandregal, um seine Kreationen dann zu zeigen. Dann haben wir noch ein neues Vitrinenregal dazu bekommen. Wo haben wir dafür noch Platz? Hier auch ein Vitrinenregal. Könnte aber auch ein Fenster sein, oder? Ein Vitrinenschrank, den gibt es auch noch. Also der gefällt mir gut. Der macht irgendwie was her. So, hier haben wir den Edelstein-Kundetisch von Humphrey Inc. Jetzt haben wir natürlich dafür keinen Platz. Mehr können wir den hier rausstellen. Wenn wir ihn platzieren, bekommen wir hier eine Meldung. Edelsteinkundefähigkeit. Fertige an deinem Edelsteinkundetisch mit der Edelsteinkundefähigkeit individuellen Schmuck und Edelsteine an. Entdecke mysteriöse Kräfte und dekoriere dein Zuhause und deinen Körper mit Kristallkreationen. Möchtest du mehr über die Edelsteinkundefähigkeit lernen? Das machen wir jetzt aber mal nicht, weil wir gucken uns ja gerade hier die Sachen an. Ah, es gibt sogar einen neuen Verkaufstisch. Kristalltarf. Wir platzieren sie jetzt einfach mal und bekommen wieder eine Meldung. Kristalle aufladen. Das gucken wir uns aber später an. Hey, und diese ziemlich nice Plant, die haben wir hier dazu bekommen. Nee, die finde ich richtig cool. So, die macht auch was her. Auf jeden Fall. Was ist das hier? Ein Kristallvivarium. So eine Box einfach. Kennt ihr die Box, die auch so ähnlich ausschaut, wo die Kuhpflanze drin ist. Sowas ist es nur halt mit einem Kristall. Haben wir hier noch ein Poster, wo man auch wieder unterschiedliche Bilder auswählen kann. Ein Druck, also quasi auch mehr oder weniger ein Poster. Könnte auch zu dem Magie-Pack passen. Ein Spiegel. Da können wir dann bestimmt Halsketten drauf platzieren. Eine Ausstellungskiste, das ist wahrscheinlich dann nur Deko. Hier haben wir einen neuen Teppich. Der ist cool. In welchen Mustern gibt es den denn noch? Aha, okay. Ne, den finde ich süß. Hier, vor allem so in der Farbe. Könnte auch wirklich gut in so ein Kinderzimmer passen. Ne, der ist echt cool.
haben wir ein Werkzeugregal. Ich schätze mal, das ist einfach auch dann nur mehr Deko. Dann haben wir ein Einsteigerset der Edelsteinkunde, Juwelierkästchen, ein Profiset der Edelsteinkunde. Kann ich wahrscheinlich auch wieder nur auf einem Tisch platzieren. Deswegen stellen wir es mal hier hin. Dann haben wir noch dieses hier, was eine Öllampe, so eine kleine. Das ist ein schönes Bücherregal, ein sehr aufgeräumtes. Das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, nur dass es hier noch eine Leiter hat. Aber auch sehr cool. Na gut, dann können wir das hier stehen lassen, denn das war's. Ich hoffe, euch hat das Vorstellungsvideo wenigstens ein bisschen gefallen und vielleicht konntet ihr euch ja jetzt dazu entschließen, ob es sich lohnt, es zu kaufen oder nicht. Ich finde, es sind natürlich ein paar coole Details dabei, bei den Klamotten sowie bei dem Schmuck. Und ich glaube eigentlich, dass es eine ziemlich coole neue Fähigkeit ist, vor allem wenn man dann tatsächlich auch den Sensenmann damit herbeibeschwören kann. Aber natürlich, am Ende entscheidet jeder selbst. Also, habt einen schönen Abend, ihr Lieben, und bis zum nächsten Video. Bye!